Hallo, moin und herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei PharmaQuick, deinem Higher Inspiration Talk. Oder sollte ich besser sagen, Ihrem Inspiration Talk, Higher Inspiration Talk. Frau Sauret, möchten Sie vielleicht einen Beitrag dazu leisten? Ja, das ist wirklich herrlich. Also, beim letzten Mal, wer uns zugehört hat, hat festgestellt, dass ich bei der Abmoderation vielleicht nicht wusste, duzen wir oder siezen wir unsere Zuhörer und Zuschauer? Und ich habe dann beides genannt und das ist das neue Thema. Und ja, soll ich innerhalb Führung, soll ich innerhalb meines Teams, soll ich duzen einführen? Soll ich gesiezt werden? Ist es von Vorteil, von Nachteil? Und nach unserer Aufnahme begann eine heftige Diskussion und wir haben gedacht, Mensch, wir lassen jetzt einfach unsere Zuhörer daran teilhaben. Und Sabine, Mensch, was sagst du denn? Duzen wir? Siezen wir? Was ist gut? Was ist nicht gut? Man kennt es aus der alten Führungsposition, da wurde immer gesiezt. Ja, und wir haben gerade, liebe Christiane, auch schon darüber diskutiert, dass es ja noch und vor allem unter den älteren Führungskräften, ich mache jetzt einfach mal eine Schublade auf, es immer noch häufig gang und gäbe ist, das Sie beizubehalten, um eine gewisse Distanz zu schaffen, ja, und Abstand zu schaffen. Und ich habe dann relativ emotional reagiert, was ich jetzt auch wieder tue. Für mich stellt sich die Frage, brauche ich denn diesen Abstand? Und wieso brauche ich den Abstand, um gut zu führen? Denn wir haben ja in der letzten Folge auch darüber gesprochen, dass wir unterschiedliche Erwartungshaltungen haben unter den Führungskräften. Und wenn ich jetzt die Jüngeren angucke, die wollen diesen Abstand nicht mehr, sondern die wollen Nähe und in Beziehung gehen zu der Führungskraft. Und Nähe schaffe ich, wenn ich nicht sieze, sondern wenn ich duze. Und gefühlt ist es mehr Augenhöhe und ein Miteinander. Und natürlich habe ich, das erlebe ich auch immer wieder, habe ich auch Mitarbeitende, die diese Nähe nicht haben wollen, ja, also die gerne diesen Abstand beibehalten und weiterhin auf das Sie bestehen. Die Kunst ist es jetzt und die Frage ist es jetzt, wie verbinde ich das Ganze als Führungskraft? Ja, wie kriege ich das hin? Und ich habe schon Projekte für große Konzerne gemacht und ich habe erlebt, wie auch der Vorstand duzt. Also da duzen sich alle Abteilungen, egal ob Vorstand, ob Mitarbeitende, ob Führungskräfte. Und ich habe erlebt, dass es wirklich sehr, sehr viel Nähe schafft und wir auf Augenhöhe miteinander arbeiten konnten. Und trotzdem war der Respekt gegenüber dem Vorstand und der Führungskraft da. Also ich habe es überhaupt nicht erlebt, dass da irgendwie, dass die irgendwie eine andere Rolle hatten, sondern es war immer noch der Respekt da vor dieser Aufgabe, die die hatten. Und ja, so erlebe ich das, ja. Also ich bin da relativ offen, was das Du betrifft. Und ich freue mich immer, wenn mich jemand fragt oder sagt, ob er mich duzen kann, weil das für mich ein bisschen mehr Miteinander ist. Also gefühlt, es ist gefühlt. Moni, wie siehst du das? Ja, klarer Coaching-Aspekt. Das Du ist natürlich sehr viel näher, da wir im Coaching sehr nah miteinander arbeiten, ist das Du unerlässlich. Ich habe auf meiner Webseite das Du direkt, ohne über loszugehen. Denn ich gehe davon aus, es ist kein Zufall, dass gerade du auch diese Folge siehst und dass du dich angesprochen fühlst. Und schon alleine in diesem Ansprechen ist ja ein Miteinander, eine Verbundenheit schon zu spüren. Wobei es tatsächlich ein Coaching-Thema ist und die Frage sich ja stellt, was genau braucht in mir das Sie, um auf Abstand bleiben zu können? Weil das bedeutet ja auch, dass ich noch gar nicht in der Nähe war. Was genau hat dazu geführt, dass ich Respekt mit einem Wort verbinde, das Abstand schafft? Also für mich ist respektvoll immer sehr nah und sehr wertschätzend und in der Verbundenheit festzustellen, ist ein ganz klares Coaching-Thema, was auch möglicherweise damit zu tun hat, welche Beziehung ich zu dem Thema Macht habe.
Macht, Machtmissbrauch, das ist eins der Themen, die sich dahinter verstecken können. Und Authentizität natürlich. Welche Person, welche Persönlichkeit verbirgt sich hinter dem Sie? Vielleicht auch, welche Maske habe ich in diesem Moment gerade auf? Also das ist ganz klar, ihr merkt schon und du merkst es vermutlich beim Zuhören und beim Zusehen auch, wow, das kann richtig tief gehen. Herzliche Einladung, können wir gerne machen. Ja. Ja, ich glaube schon, dass wir sind natürlich auch groß geworden, jetzt unsere Generation noch mit dem Sie. Das muss man ganz klar so sagen. Und ich selber habe es ja erlebt, da haben wir gerade auch schon drüber gelacht und geschmunzelt mit meiner Webseite. Ich mache es jetzt einfach mal hier offen. Ich hatte erst das Du und wurde dann angesprochen, ob nicht besser das Sie wäre. Und das ist das, was ihr beide gerade schon benannt hattet. Ich bin in einen Bereich vielleicht vorgedrungen, den jemand mit Abstand oder auch mit einer Negativität besetzt hat. Und das war ganz interessant, was du gerade auch schon sagtest, Moni. Nur ein Wort hat dazu geführt, eine Webseite anders zu bewerten in Ja. meinem Kontext, in dem Bereich, wo ich unterwegs bin. Und aber wenn wir uns mal zurückschauen, sind groß geworden im Kindergarten, da war für, na, einige wurden auch noch gesiezt, das Fräulein, so hieß es bei uns immer im Kindergarten, wurde gesiezt, das war dann vielleicht Fräulein Sabine, ja. Also sind ja schon ein Ja. bisschen älter. So, und in der Schule war es ganz klar, dass man den Lehrer gesiezt hat. Das war dann Herr XY Müller oder wie auch immer, der wurde nicht geduzt. Das ist ja in uns verankert, dieses, ich nenne es mal System, ja. Und natürlich, wenn man dann in die Lehre, in diese klassische Ausbildung gegangen ist, wurde mir immer gesagt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ne? Es wurde also direkt schon und sei immer respektvoll. Und dieses respektvoll war immer, dass du hast zu siezen. Das ist ein Glaubenssatz, der tief in mir verankert ist, absolut. Und ich glaube, viele aus unserer Generation haben immer noch diesen Glaubenssatz und stellen ihn gar nicht in Frage. Der steht gar nicht zur Diskussion. Und wenn jemand da so eintritt, so wie das ist mein Tanzbereich, das ist dein Tanzbereich, und jetzt duzt sich auf jeden Fall irgendjemand, empfinden einige, dass man zu nah kommt. Das, was ihr gerade beschreibt oder beschrieben habt, ich glaube, es ist ganz viel Arbeit an sich selber zu denken, ist dieser Glaubenssatz noch richtig? Hat es wirklich diesen Wert, den wir dadurch oder die Maske, die wir dadurch aufsetzen, ist es noch richtig? Passen wir in 2024 mit diesen Werten noch rein? Und das ist, glaube ich, die Geschichte, die man sich anschauen darf. Ja, und ich glaube, das ist auch verändert jetzt. Entschuldige, Moni, mit der Zeit wird sich's verändern, ja. Also mit den jungen Generationen, die jetzt ins Arbeitsleben treten, für die ist es selbstverständlich, sich zu duzen, ja. Und mit den Jüngeren arbeite ich ja auch zusammen und da wird die Frage nach dem Sie gar nicht gestellt. Ja, Genau. funktioniert wunderbar. Es ist wirklich ein ganz tolles Miteinander und man kann sich austauschen. Und wie du schon gesagt hast, Moni, es ist auch respektvoll. Und ich wollte nur noch mal einfügen, er hängt natürlich auch ein bisschen mit der Persönlichkeit zusammen. Ne? Wenn ich einen sehr hohen Menschen, die einen sehr hohen Status haben, sehr hohes Machtmotiv, vielleicht weniger Beziehungsmotiv, die neigen dann eher dazu, diesen Abstand zu halten. Ja? Und das Teammotiv vielleicht nicht so ausgeprägt ist. Ja, die fühlen sich vielleicht wohler, so kann man sagen. Ist ja immer noch auch eine persönliche Geschichte. Und da sind wir ja schon wieder im Coaching, Moni, die dann doch lieber ja, mit dem Sie sich einfach wohler fühlen. Und dann ist es auch so ein bisschen Gewohnheit und Lernen und Erfahren, wie es denn sein kann, wenn ich duze, wie es denn wirklich ist und dass ich dann trotzdem eben. Ja, auch mit unterschiedlichen Verantwortungsbereichen gut miteinander arbeiten kann. Das vielleicht noch mal nur kurz zur Ergänzung. Und abgesehen von der Persönlichkeit, da war ich gerade dabei, darf ich da kurz reingrätschen zu Ja. sagen? Denn es liegt ja genauso wie du es beschrieben hast, Christiane, der Glaubenssatz vor. Dieser Glaubenssatz kommt aus der Vergangenheit. Und der Glaubenssatz ist richtig in diesem Moment. Ansonsten wäre er nicht vorhanden. Der ist abgespeichert im Körper. Und so wie du sagst, Sabine, diese neue Erfahrung machen zu
dürfen, geduzt zu werden und dennoch Respekt zu erfahren, das ist etwas, was wir ganz bewusst installieren müssen, weil alles, was im Körper gespeichert ist, kommt aus der Vergangenheit. Und du, Christiane, hast gesagt, was gerade an Glaubenssatz in mir ist, ist in der Gegenwart. Das bestimmt aber gerade unsere Zukunft. Und damit sind wir in der Timeline der Führungskräfte, der modernen Führung wieder angekommen. Also gestatte ich mir, die Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, aufgrund dieses Glaubenssatzes oder eines anderen, gestatte ich mir, die Vergangenheit, die Zukunft bestimmen zu lassen, ja oder nein? Oder beschließe ich als moderne Führungskraft, okay, ich gehe einen anderen Weg. Ich probiere mal ganz was anderes aus. Abhängig natürlich von meiner Rolle, mit Selbstreflexion, aber das unterbricht diesen Zyklus, diese Timeline. Mega spannend. Und der Körper wird darauf reagieren. Der ist dann nämlich genauso beständig und sagt, nö, das mache ich jetzt nicht. Das fühlt sich ganz doof an. Das ist eine Veränderung. Mache ich nicht. Das ist der Zeitpunkt, es zu tun. Sehr schön. Ich würde sagen, das ist ein toller Abschluss. Und man kann sehen, wie so ein Verhaspler, ob wir siezen oder duzen, eine neue Folge entstehen lässt. Und ja, viel Freude, ob das du, ob das sie die richtige Form ist, der Weg dorthin. Ich glaube, das Du schafft mehr Nähe. Dessen sind wir uns jetzt bewusst und laden das Du einfach zu uns ein. In diesem Sinne, wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.